Und ja, wir freuen uns jetzt, dass es gleich losgeht. Der Fairway Cup 2023 ist eröffnet und vor allen Dingen ist er wieder da. Mit der Arminia von links nach rechts, dem Lokalmatador, dem zweiten Lokalmatador zusammen mit unserer Mühlenkreisauswahl. Der Gegner Union Berlin ist ein Dubitant, denn die Berliner sind zum ersten Mal dabei. Auch dank der spektakulären Jahre in der Bundesliga die Union ein echtes Aushängeschild geworden und deswegen auch jetzt hier dabei. Freuen wir uns sehr drauf auf Eisern Union. Schiedsrichter der Partie übrigens David Jackson vom TuS Eintracht Thonheide. Für alle, die so früh eingeschaltet haben, die belohne ich jetzt mal mit einem richtigen Spoiler. Das wird morgen auch der Finalschiedsrichter. Beim Endspiel um den Fairway Cup. So, Union Berlin hier im Aufbau mit Tim Blaschak am Ball. Wieder Blaschak. Spiel über die Bande, klasse zurückgelegt. Blaschak mit der ersten Möglichkeit für Eisern Union. Und der Konter läuft sofort. Der Lupferversuch von Favour Salami. Schnell umgeschaltet da vom Bielefelds Keeper. So, die ersten Wechsel bei Union. Die Spielzeit hier in dieser Vorrunde beträgt 12 Minuten. Für die Arminen ist es die 22. Teilnahme. Sie haben also an jedem Fairway Cup teilgenommen. Zu Beginn noch Co-Ausrichter gewesen, als das Turnier wirklich noch in den Kinderschuhen steckte. Hier mit der nächsten Möglichkeit. Ball rustikal geklärt durch Romeo Trinko. Für die Berliner. Salami mit der ersten Möglichkeit. Der bullige Stürmer bei den Arminen. Wird heute sicherlich gesucht werden im Offensivspiel. So, hier der Grätschversuch von Romeo Trinko. Freistoß für Eisern Union. Marvin Kopp, Keeper der Union, macht sich da weit raus, spielt mit. Und der nächste Schussversuch von Elias Ali. So, Salami wieder. Dritter Abschluss für ihn. Kopf. Noch ohne Probleme. Da geht Trinko erneut auf Nummer sicher. Interessant, die Berliner wechseln. Nicht im Block, sondern noch einzeln. Wird auch spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Mannschaften hier in der Ausrichtung rangehen. So, nächster Schussversuch! Und da haben wir doch den ersten Treffer im Turnier. Dia Majid mit dem 1:0 für Arminia Bielefeld. Wir haben erneut den Torschützen. Jetzt ein Spiel an der Bande. Gute Ballbehandlung. Der Ball geht dann übers. Feld. Viermal im Endspiel in 22 Teilnahmen. Zwei Siege. 2000, 2002. Das ist alles schon ein bisschen her. Da waren die Spieler noch lange nicht geboren. Da war die Arminia zuletzt den Cup gewinnen. 2005 und 2006 reicht es dann auch noch fürs Endspiel. Berlin optisch ein Stück weit überlegen, aber die Bielefelder zielstrebiger. Ja.
allen vier Spielern tief in die Hälfte. Also eher auf enges Spielfeld jetzt. Die größte Gelegenheit für Union. Emil Zülke da eben am Ball, jetzt mit dem Blaszak, dem Kapitän der Unioner heute. Schussversuch. Sali Gülwada war das eben, der 20. Ja, ein Foulspiel, genau. Kein Konter. Fakis. Abschlussversuch. Und ja, da war auch niemand dran abgefälscht, deswegen Eckball für Union Berlin. Na dran. Bielefeld steht sicher, Bielefeld lässt wenig zu. Wie gesagt, Union optisch überlegen, Union mit mehr Ballbesitz. Sakufakis wieder an. Spiel über die Bande, aber Bielefeld, Paul, Gabriel, Flesingu. Ballspiel, Armin ein Stück weit zu weit raus. Ballspiel vom Torschützen zum 1:0 hier Majid. Mittelfeld macht das Spielfeld eng. Wenig Räume. Sehr aktiv gegen den Ball. Einzelaktion wieder abgewehrt. Bei Union Berlin. Frische Beine für den Ausgleich. Knapp 4 Minuten vor Ende. Der Bielefeld mal in den ganz seltenen Aufbaumomenten. Schuss Versuch, Spiel über die Bande. Und der hat fantastisch funktioniert. Dieser Angriff. Simpel und effektiv. Großer Top-Torschütze auch in der Landesliga, der Bielefelder mit 5 Saisontreffern. Die Bielefelder da Tabellendritter. 28 Punkte aus 13 Spielen. So, Anschlusstreffer für die Unioner. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 19, Leon Sommer. Ich glaube, 3 Minuten vor dem Ende. Baut auf. Zum Regelwerk. Sieht das vielleicht im Bild dran? Torhüter den Ball am Fuß hat. Oder in der Hand. Der Ausgleich. Den nehmen wir erst noch mit, bevor wir gleich in die Regelkunde einsteigen. Noah Salaske mit dem Ausgleich. Und jetzt der Blockwechsel bei Union. Jetzt kommt nochmal richtig frische Beine. 2 Minuten vor dem Ende soll es mit Rückenwind gehen. So schnell kann es gehen. Anhand der Spielanteile nicht unverdient. Union hat mehr fürs Spiel getan. So, und jetzt muss Bielefeld aufpassen, sich da nicht zu
Versuchen verdribbeln. Oh, gefährlicher riskanter Ball. Da wäre Theo Sakoufakis für Union fast dazwischen gekommen. Freistoß Union Berlin. 1,50 vor Ende der Partie. So schnell geht es im Hallenfußball. Innerhalb von wenigen Sekunden auf 2-0 gestellt. So, gibt es nochmal den Konter. So, jetzt die große Möglichkeit und der Treffer. Technisch wunderbar gemacht. Tanay Kosa. Doppelpack in diesem Spiel. 3-2 Arminia. Das geht gut los. Das geht richtig gut los. Wunderbar den Ball nochmal rumgelegt und dann vollendet. So, letzte Minute läuft in der sogenannten Netto-Spielzeit. Das heißt, ist der Ball jetzt im Aus? Ist das Spiel in irgendeiner Form unterbrochen? Ist die Zeit angehalten? Jetzt den Pfiff, machen wir die Regelkunde gleich weiter. Sowohl wenn der Torwart in der eigenen Hälfte den Ball hat, als auch bei dem sogenannten seitlichen Einschießen. 4 Sekunden maximal Zeit, ansonsten wechselt der Ballbesitz. So, ab in die Endphase, Regelbuch zusammen, große Möglichkeit für Union! Nicht der Ausgleich zum 3-3. Oh, wichtig. Erklärungsversuch von Marvin Kopp im Tor der Unioner. Genau. Ball war an der Hallendecke, heißt der Ball wird seitlich eingeschossen. So, Union, eine letzte Möglichkeit, 30 Sekunden vor Ende der Partie. Gibt es nochmal das 3-3? Ballverlust jetzt schon im Aufbauspiel. Große Möglichkeit für Fafu Salami, einer der auffälligsten Spieler hier, wunderbar eingefangen bei den Arminien in der Offensive, noch ohne Treffer in dieser Partie. 16 Sekunden. Den legt er ab und das ist das 3-3. Der Fehler durch Amon Demirovic nutzt Salih Gülvadar zum 3-3. Der hat er noch unfreiwillig aufgelegt und vollendet und das. Das ist Freeway Cup, gleich in Spiel 1. Fafu Salami, ich habe es eben gesagt, der auffälligste Spieler. 4-3. Irre. So, das waren mal die ersten 12 Minuten. Ab in die kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich.